Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zum heutigen digitalen Salon. Mein Name ist Maximilian von Grafenstein. Ich bin hier Doktorand am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft mit dem Forschungsschwerpunkt die Regulierung von Innovation. Und vor diesem Hintergrund freut es mich natürlich besonders, den heutigen digitalen Salon mit dem Thema Game of Drones ankündigen zu dürfen. Weil als Regulierungswissenschaftler stelle ich mir natürlich sofort die Frage, im Zustand allgegenwärtiger Drohnen muss man das regulieren? Und ich habe mir zwei Beispiele ausgedacht, wo ich mir dachte, vielleicht gibt es da Regulierungsbedarf. Das erste Beispiel ist, dass der berühmte Paketzustelllieferdienst tatsächlich ständig die Pakete irgendwie per Luftpost ausschickt und plötzlich fällt mir so ein Paket auf den Kopf. Und ich frage mich, gefällt mir das? Muss man das regulieren? Ein anderes Beispiel könnte sein, mein kleiner Neffe hat jetzt auch eine kleine Drohne, 300 Euro schwer, ziemlich groß, mit einer sehr, sehr scharfen Kamera und beschwört oder beteuert, dass er ganz sicher nur die Petunien in Nachbarsgarten filmt. Und ich frage mich natürlich, will meine Nachbarin das? Muss man das am Schluss regulieren? Und so habe ich also auf der Suche nach möglichen regulatorischen Antworten auf diese Frage ein bisschen weiter recherchiert und habe irgendwann im Internet, bin ich auf YouTube, auf eine mögliche Maßnahme gestoßen. Natürlich in den USA, weil die USA sind ja nicht nur in Sachen technologischer Innovation ganz vorne dran, sondern offensichtlich zumindest in diesem einen Fall auch in Sachen Regulierung von Innovation, weil die lösen das Problem so, dass in diesem einen Fall, wenn man Drohnen hat, die in den Luftraum fliegen, wo sie eigentlich nicht fliegen dürfen, dafür richten sie jetzt den berühmten Golden Eagle ab und der schwingt sich dann in die Lüfte mit seinen 2 bis 3 Meter Flügelspannweiten und catcht das Ding vom Himmel. Und so lösen die das. Und so frage ich mich natürlich als deutscher Regulierungswissenschaftler, könnte das nicht eine Möglichkeit sein? Müssen wir am Schluss diesen Golden Eagle vielleicht auch nach Deutschland einführen? Oder machen wir es eine Nummer kleiner, arbeiten einfach mit einem deutschen Falken, der vielleicht entsprechend abgerichtet werden kann? Und ich hoffe, oder man muss es gar nicht regulieren. Und ich denke, dass diese Fragen unter anderen vielen vielleicht heute diskutiert werden. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt an unsere Moderatorin Katja überzuleiten. Danke. Ja, sehr schön natürlich, Regulation von Innovation, zwei sehr starke Pole, an denen wir bestimmt heute Abend auch noch lang schrammen werden. Es gibt auch, ich glaube in Japan wiederum, Drohnen, die mit Netzen losfliegen und damit die anderen Drohnen catchen und ich glaube die Niederlande setzen auch Adler ein. Und wir mit so viel Brandenburg und dem Land des Roten Adlers rundherum dürften da ja auch keine Sorgen haben, wenn wir das denn wollen. So, erst aber noch so ein paar andere Bordhinweise. Das hier ist heute Abend eine Veranstaltung, ist dann bald eine Radiosendung. Also sprich, wer hier was sagt, läuft Gefahr, dass das auch dann ausgestrahlt wird. Uns gibt es heute Abend oder eigentlich jeden digitalen Salon auch online. Auf hig.de wird gestreamt und wer aus dem Netz was reinrufen möchte, Senf dazugeben möchte, widersprechen möchte, kann das gerne tun unter Hashtag Dicksaal. Ja, ich habe noch so ein paar, da freue ich mich doch immer, wenn es dann ab und zu nochmal einen Lacher gibt, bei Dicksaal. Wir haben einen Reaper, Predator und Eurohawk, also wo auch schon so einiges an Greifvögeln drin ist, also übersetzt den Sensenmann, das Raubtier, den Falke, das sind die Geräte eher so aus der martialischen Ecke, dann gibt es aber andere, für die ist das, was du, Max, so gerne reguliert wissen möchtest, ein Spaß, ein Spielzeug, Kinderspielzeug, Erwachsenenspielzeug oder aber ein lukratives Geschäftsmodell, vielleicht eine neue Stütze in der Entwicklungshilfe, im Katastrophenschutz. Denn das Ding kann ja alles Mögliche transportieren, kommt halt drauf an, was man damit macht. Eine Kamera, Brandsätze, Bomben, eine Pizza, Drogen in Knast wird ja auch immer mal wieder versucht. Pakete, so wie in deinem Beispiel, Medikamente oder Blutkonserven, all das gibt es und zeigt eben, es ist erstmal eine nackige Technologie und wir gehen damit irgendwie um. Also ein riesiges Feld. Das, woran ich schon mal vorneweg Anstoß nehmen möchte, ist der Sprachgebrauch. Drohne als Imkerstochter kann ich euch versichern, das hat nichts miteinander zu tun. Also eine Drohne hat genau einen Zweck und ist genau ein Weg. Also das hat, glaube ich, nichts mit dem zu tun, was ihr alle hier mit Drohnen verbindet. Trotzdem, ich glaube, wir kommen nicht umhin, diesen Sprachgebrauch zu bedienen. Gibt natürlich auch noch jede Menge Abkürzungen, die wir aufsagen können. Ich möchte euch gerne die Gäste vorstellen. Da wäre ganz außen einer von euch.
Also geneigtes Publikum, was meint, jetzt langt's mir aber, jetzt sage ich mal, wie es wirklich ist. Oder aber meine Erfahrung mit meinem Neffen in meinem Vorgarten, wie auch immer, was ihr zu erzählen habt. Ihr sitzt dann neben Keschrau Beros, er ist Künstler und Autor und ich lese euch vor, wie er sich auf seiner Homepage vorstellt. Ist öffentlich. Geboren in Afghanistan, sozialisiert around the world, fortlebend in Deutschland. Ich bin Autor. Als solcher schreibe ich Texte und mache Kunst. Ich habe studiert und bin auch politisch sehr interessiert. Ich grüße meine Eltern. So, und zwar studiert in Erfurt, Berlin und New York, nämlich Kommunikationswissenschaften und Literaturwissenschaften. Und eingeladen haben wir ihn, weil es von ihm online auf seiner Homepage auch zu besichtigen eine Arbeit gibt, die heißt When Kennedy Died. Da werden Push-Benachrichtigungen, News über Drohnenangriffe in Pakistan, in Somalia, im Jemen gesetzt, neben Fotos, die du gemacht hast, in der Situation, wo dich die Nachricht auf dem Handy erreicht hat. Also in der Bibliothek, auf der Straße, im Schwimmbad, je nachdem. Genau, Toilette auch. Also man sieht aber nichts. Lelia Miklosch sitzt neben mir, ist Diplom-Geografin und hier als Gründerin von Copter Cloud. Das Unternehmen berät Firmen, die sich eine Drohne anschaffen möchten. Eigentlich auch erstmal ergebnisoffen. Also vielleicht wollen die Landschaft vermessen, weil da eine neue Straße gebaut werden soll. Oder aber die wollen knackigen Marketingfilm über ihr Unternehmen machen. Auf eurer Homepage gibt es einen Film, ziemlich beeindruckend. Da werden 3 Containerbrücken für den Hamburger Hafen angeliefert. Also so Riesendinger, die über die Elbe rangeschippert werden und dann daran gedockt werden. Und da saust halt die Drohne rundherum. Das ist die Drone Masters, die hier ja auch sitzen, glaube ich, freuen würde, sich das anzugucken. Das habt ihr gedreht für den Hamburger Hafen. Und ihr schult, beratet und kümmert euch auch um das, was Max sich so dringlich wünscht, Regularien. Und neben dir sitzt Dr. Marcel Dekoff, spreche ich das richtig aus? Dekoff, beschäftigt sich mit der dann doch eher kriegerischen Variante dieser Fluggeräte. Du bist Doktor der Physik, aber jetzt tätig als Politikwissenschaftler, nämlich in den Diensten der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Und damit ja unterm Strich in unser aller Auftrag damit beschäftigt, die Politik, unsere Repräsentanten zu beraten und auch erstmal zu erforschen, wozu du dann später Rat erteilen möchtest. Du leitest bei der Stiftung die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Da geht es nicht nur um Drohnen, sondern um digitale Kriegstechnologie allgemein, Überwachung, Robotik, spielt da alles rein. Und hast uns geschrieben, dass du Unmanned Aerial Vehicles selber nutzt, beziehungsweise eins, nämlich um Landschaftsaufnahmen zu machen. Habe ich mich natürlich gleich gefragt, machst du das mit so einem Nutzgedanken, um zu checken, wie die Technologie funktioniert für deinen Job, oder ist es Entspannung und Spaß? Das ist eigentlich mein Hobby. Also das Hobby ist eigentlich Filmen und die Drohne sozusagen ist nur das Vehikel dafür. Es eröffnet eben die dritte Dimension beim Filmen, die ja sonst eben nicht da ist. Aber es ist natürlich auch ein bisschen berufliches Interesse und auch ein bisschen Thrill. Also mir zittern jedes Mal die Knie, wenn ich mit dem Ding, mit der Fernbedienung in der Hand irgendwo die Drohne am Himmel stehe und denke jedes Mal, hoffentlich kommt sie innerhalb der 20 Minuten Flugzeit auch wirklich wieder und sicher. Aber es ist eben eigentlich ein Hobby. Okay, also damit hast du ja auch schon eine eingebaute Restriktion angesprochen. Die meisten Dinger können 20 Minuten in der Luft bleiben, dann ist der Saft alle. Ist dir schon mal passiert, dass die unfreiwillig dir für die Füße gefallen ist? Ja, ich habe einen Absturz produziert, habe eine Mauer geküsst und durfte danach dann die Kameraaufhängung austauschen. Und dann hatte ich einmal eine witzige Situation, da war der Akku alle, sie kam automatisch zurück. Mhm. Und ich stand aber dummerweise... Wie kommt die dann runter, wie ein Stein oder noch manövrierfähig? Nee, die kommt halbwegs manövrierfähig zu einem zurück, in der Hoffnung, dass zwischen einem und der Drohne nichts weiter dazwischen ist. Und dann steht sie in der Luft, ungefähr über einem, also ungefähr da, wo man sie gestartet hat und kommt dann runter. Und ich habe sie gestartet, mache ich dann auch nie wieder, an einem Flussufer. Mhm. Also neben mir die Mauer, dahinter der Fluss. Und ich dachte, ich hoffe, sie hat ihre Position zu Anfang gut abgespeichert, weil wenn sie 2 Meter sich irrt nach rechts, dann landet sie im Fluss und nicht bei mir. Ich stand dann auf dieser Mauer und habe die Drohne versucht zu kriegen und ich habe sie bekommen. Aber das sind die Momente, wo man wirklich lernt, was man besser lassen sollte mit einem solchen Fluggerät. Okay, das spricht der Privatmensch und offenbar Liebhaber, aber jetzt erforschst du ja beruflich was ganz anderes. Und wir alle, da kommen wir, Keschrau,
bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, haben uns ja mehr oder minder an die Meldungen gewöhnt. US-Drohnen gesteuert aus dem Pentagon oder vom CIA töten Taliban, Al-Qaida, IS-Leute. Ist da tatsächlich noch ein Regulierungsbedarf? Weil die Technologie ist da, sie wird genutzt und wir alle gehen damit um. Wir lesen diese Nachrichten. Ja, also allein aus völkerrechtlicher Sicht ist da ein Regulierungsbedarf. Denn wir machen ja mit diesen Geräten, also wir ist gut, die Nachrichtendienste, Militärs dieser Welt machen mit diesen Geräten militärische Aufgaben, die, naja, sagen wir mal, in einem Graubereich des Völkerrechts, insbesondere des humanitären Völkerrechts sind. Es gibt also unterschiedliche Regulierungsanforderungen bei der Technologie. Das eine ist natürlich, was machen wir damit im Luftraum? Wo fliegen wir das? In welchem Verhältnis steht das zum zivilen Luftverkehr? Das ist wahrscheinlich noch das Einfachste. Also das ist wenigstens politisch nicht so umstritten. Die technische Frage dahinter ist sicherlich nicht ganz so trivial, aber das kann man wahrscheinlich noch lösen. Da werden wir noch drauf kommen, denn das betrifft ja die zivilen Fluggeräte genauso wie die militärischen. Aber die viel politischere und natürlich auch spannendere Frage ist, ist das, was man damit tut, legal im Sinne des humanitären Völkerrechts? Also wenn man gezielte Tötungen in einem bewaffneten oder nicht bewaffneten, internationalen oder nicht internationalen Konflikt durchführt, ist das eigentlich in Ordnung? Also darf man das nach dem internationalen Völkerrecht tun? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und dann kommt natürlich noch die eigentlich sogar noch spannendere Frage, ist das eigentlich effektiv? Also sozusagen, bringt das was? Also wenn sich die Amerikaner in ihren Antiterrorkampf gegen Al-Qaida, gegen den IS auf Drohnen verlassen, hat das überhaupt politisch einen Sinn? Also da sterben natürlich Terroristen und leider auch viele Unschuldige, aber bekämpft das das Problem des Terrorismus überhaupt? Und die Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren sammeln konnten, gerade im Kampf gegen Al-Qaida und IS, sind eigentlich nicht besonders optimistisch stimmend. Also okay, wenn das, wie du sagst, die spannendere Frage ist, wie lautet denn die Antwort darauf? Also wenn ich im Situation Room sitzen würde mit Barack Obama und wäre eine hochrangige Armeeangehörige, würde ich dir sagen, ja klar, jetzt haben wir den Chef von so und so viel Unter- und Unter-Unterchefs gekillt, ist doch gut für uns. Genau, aber Al-Qaida existiert immer noch, der IS existiert immer noch. Wir bekämpfen damit ein Phänomen, das sich Terrorismus nennt, und das Phänomen ist ein politisches. Es gibt einen Teil sozusagen einer militärischen... Da sagt ein Militär dir wahrscheinlich immer, ja, da muss man auch gesellschaftlich politisch baggern, aber uns gibt es ja auch noch. Wir sind das Militär, wir arbeiten militärisch. Ja, und dann würde man vielleicht den Vergleich ziehen zu selbstfahrenden Autos. Wir alle gewöhnen uns an den Gedanken, dass wir demnächst in den nächsten Jahren mit solchen Dingern rumtuckern, weil die Computer einfach zuverlässiger sind. Dann würde ich dir wahrscheinlich auch sagen, dann sind Computer sicherlich auch die besseren Piloten und Schützen. Okay, 2 Sachen dazu. Das erste ist, es gibt bestimmte Dinge, die in meinen Augen tatsächlich dem Menschen vorbehalten bleiben sollten. Und die Entscheidung über Leben und Tod sollte auf jeden Fall einem Menschen vorbehalten sein und nicht an einen Computer delegiert werden. Also sozusagen autonome Drohnen, autonome militärische Roboter sind dann ein Problem, wenn sie bewaffnet sind. Es gibt auch noch ein paar andere Probleme, aber vor allen Dingen dann, wenn diese Maschinen über Leben und Tod entscheiden. Das ist das eine. Das andere ist, in Deutschland gibt es einen ganz klaren Ansatz, Terrorismus nicht militärisch zu bekämpfen, sondern mit polizeilichen Mitteln. Und ich glaube, wir fahren ziemlich gut damit, weil es ist ein strafrechtliches und es ist ein politisches Problem. Und bisher ist meine Erkenntnis, aus dem Ergebnis meiner Forschung, zeigt sich, dass sozusagen der militärische Teil des Antiterrorkampfs nicht besonders erfolgreich war. Die Hydra wächst einfach nach. Und die Drohne ist zwar nur Mittel zum Zweck, aber sie hat natürlich eine Symbolwirkung. Und diese Symbolwirkung ist, ich bin allgegenwärtig von oben, ich kann dich zu jedem Zeitpunkt töten. Und sozusagen, das macht in einem Konflikt natürlich eine besondere Brisanz aus. Und das ist das, was wir in Afghanistan, in Pakistan, im Jemen eben sehen. Da herrscht ein Klima der Angst. Und ich glaube, das ist nicht
etwas, was wir mit unserer Außenpolitik verfolgen sollten. Und das ist ja genau ein Zusammenhang, zu dem du auch gearbeitet hast, mit When Kennedy Died. Ich habe es ja vorhin beschrieben, wie es funktioniert. Einerseits die Nachrichten. Mhm. Ich habe mir mal die notiert vom 9. September 2015. US Drone Strike killed 4 people in a car, in Klammern Jem. Und danach das Bild von einer verregneten Berliner Bushaltestelle, an der du wahrscheinlich gerade warst, als die Nachricht aufs Handy gekommen ist. Die Arbeit heißt When Kennedy Died. Was ist jetzt der Zusammenhang zwischen Kennedy, der Bushaltestelle und der Nachricht? Genau, die etwas unförmigere Version dieses Titels ist Everybody Knows Where They Were When They Heard That Kennedy Died. Die Idee kam tatsächlich in den USA selbst. Da war nämlich gerade Jubiläum von Kennedys Tod. Also Jubiläum, sagt man das? Oder Gedenktag, Trauertag von Kennedys Tod. Und man hat in den Medien beobachten können, dass jede wusste, wo sie waren, als sie von Kennedys Tod gehört haben. Da war so, ja, meine Mutter hat mich gerade angerufen, heulend am Telefon, Kennedy ist gestorben. Ich habe es irgendwie vom Radio gehört, bei der Arbeit irgendwie, da hat jemand irgendwie das Radio lauter gestellt und wir saßen drumherum. Alle wussten, wo sie waren. Es hat irgendwie so ein kollektives Nationalgedächtnis irgendwie entstanden darüber, wo sie waren, als sie gehört haben, dass Kennedy gestorben ist. Und mich hat das irgendwie interessiert und habe dann eines Abends irgendwie, das war das allererste Bild, da war ich in Chicago, in der Metro, und dann hab ich diese Nachricht bekommen. Und zwar mit so einer App, die ich da tatsächlich runtergeladen habe, die heißt Metadata Plus. Das ist von einem amerikanischen Künstler wiederum, Datenkünstler, Josh Bagley heißt der, der für den Intercept auch arbeitet inzwischen. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, eine Datenbank anzuvisieren, die von einem Büro für investigativen Journalismus in London betrieben wird. Das nennt sich auch so, Bureau of Investigative Journalism. Und was die machen, ist tatsächlich vor Ort Daten darüber eben zu sammeln, wo diese Drohnen abstürzen, welche Leute sterben, wie viele sind tatsächlich High-Target-Kills, welche sind tatsächlich zivile Tote. Wird quasi eingeschätzt, wird vor Ort interviewt und gefragt, und dann hat man da irgendwie so einen Wert. Das heißt, es ist auch irgendwie so ein bisschen asymmetrisch, so wie das ankommt bei mir, weil da steht dann, eine Drohne hat in Jemen 10 Leute getötet, wahrscheinlich ist das vor 2 Monaten passiert oder vor einem Monat. Aber ich bekomme sie jetzt, weil jetzt die entsprechende Daten irgendwie verifiziert worden sind. Und ich wollte für mich, weil ich irgendwie auch gedacht habe, ich muss für mich irgendwie so einen Erinnerungsraum auch schaffen dafür, weil ich habe immer dieses tatsächlich diesen performativen Akt auf dem Handy. Also man macht das ja immer, man bekommt so eine Nachricht und ich wische sie buchstäblich zur Seite. Also ich bekomme da diese Nachricht, 10 Leute gestorben, und ich wische sie zur Seite, weil bei Twitter gab es einen Retweet oder so, keine Ahnung. Und dann gucke ich mir das an oder irgendetwas passiert, irgendwas anderes, was mich mehr interessiert. Und ich wollte damit irgendwie umgehen, und dann dachte ich, was macht so ein Erinnerungskünstler eigentlich? Und ein Erinnerungskünstler, wenn du einem Erinnerungskünstler die Aufgabe gibst, 200 Objekte sich zu merken, was er oder sie dann macht, ist zu sagen, okay, ich erzähle mir eine Geschichte in einem Raum, den ich mir virtuell ausdenke. Also ich laufe an einer Gitarre vorbei, ein Frosch hält diese Gitarre, mhm. Der Frosch hat auf dem Kopf einen Hut oder so. Dann hat man Gitarre, Frosch, Hut. 3 Sachen. Und dann macht man das so weit, bis man so eine Geschichte erzählt. Und ich wollte das für mich auch machen, aber dann mit diesen Räumen, in denen ich mich sowieso schon bewege. Aber ich habe mich gefragt, was ist der Vergleichswert zu dem Attentat auf Kennedy? Denn das mächtigster Mann der Welt, Projektionsfläche von Riesenhoffnungen zu der Zeit, in welchem Verhältnis steht der zu den Toten, die ja im Grunde als Nummern auftauchen, 4 Tote, 5 Tote, 10 Tote, die noch nicht mal einen Namen haben. Ja, also das erste Verhältnis ist natürlich, ein Toter ist ein Toter. Also wie wichtig der ist, ist mir in erster Linie, also ist mir erstmal egal. Zweitens gibt es natürlich keine Deckungsgleichheit, also in so einem künstlerischen Zusammenhang. Ich mache sowas nicht, weil ich denke, ich habe eine empirische Wahrheit gefunden und möchte das jetzt abdecken. Ich mache das, weil irgendwie diese Kennedy-Sache hat irgendwie etwas in mir getriggert, irgendwas ausgelöst. Und dieser Auslöser hat tatsächlich für mich so einen Schaffensprozess gehabt, den ich jetzt seit 2 Jahren irgendwie habe. Also ich habe jetzt irgendwie über 100 dieser Collagen irgendwie gebaut, weil eben diese Nachricht ich seit 2 Jahren auch verfolge und das immer weitergemacht habe. Das heißt, für mich war es irgendwie so ein Auslöser, und das ist für mich schon oft genug, um zu sagen, okay, da ist etwas, was mich irgendwie so interessiert und was mich so dahin geführt hat, dass das anscheinend so eine Bedeutung hat, auch für mich. Arbeitest du da noch dran oder ist das irgendwann abgeschlossen? Ich arbeite noch dran, ja. Ich habe es einmal unterbrochen, als nämlich der Apple App Store diese App aus dem Store genommen hat, wegen
wegen Content, ich sage das jetzt mal so blöd Englisch, sorry, das hört sich mal affig an, wegen Content, was irgendwie angreifbar ist. Also das sind irgendwie so komische Inhalte, irgendwie Inhalte, die irgendwie anstößig sein können. Mhm. Und dann hatte ich das mal, der Zeit mal erzählt und gesagt, das wäre so, als würde man ihre App aus dem Store nehmen, weil sie über Krieg berichten. So. Das ist völlig absurd und völlig affig. Und wurde dann wieder reingenommen? Nee, oder? Gar nicht. Aber ich habe dann einen anderen Weg gefunden, um mit den Nachrichten trotzdem aufs Handy zu holen. Hat sich dein Umgang mit den Nachrichten irgendwie verändert, das Empfinden, das du hast, wenn so eine Nachricht kommt? Also arbeitet das in dir weiter? Ja, klar. Ich bin da, also ich gucke mir das dann schon an. Ich habe das ja auch dann weitergemacht in anderen Arbeiten. Das war ja quasi auch wieder so eine Auslöserarbeit. Aber ich habe natürlich dann gedacht, wie gehe ich jetzt mit diesen Daten dann um? Und dann gibt es dann weitere Schritte und weitere Sachen, die man dann noch macht. Aber ja, für mich hat das tatsächlich so einen Auslöser gehabt. Und ich merke es auch selber, dass ich bestimmte Orte, die irgendwie mehrfach vorkommen bei diesen Angriffen, wo ich gewesen bin, ich da sofort einen Assoziierungszusammenhang habe. Da ist irgendetwas, da ist irgendeine Konnotation, die irgendwie da mitschwingt in diesen Räumen, wo man sich befindet. Und natürlich, ob das jetzt irgendwie so wahnsinnig bedeutungsvoll ist, aber irgendwie, weiß ich nicht. Aber für mich persönlich hat das irgendwie, meine Räume hat das irgendwie tatsächlich belastet, im besten Sinne so. Mhm. So, jetzt krasser Cut. Und wir schwenken auf dich, Lelia. Du bist Geografin. Ja, wie bist du als solche auf die Drohne gekommen? Oder sie zu dir? Aus der Geografie gibt es ja die Luftbildauswertung von jeher. Das ist ja alles nicht neu erfunden. Fernerkundung, Luftbildauswertung, das sind alles Methodiken und Techniken, die auch zu meinen Studienzeiten schon verwendet wurden. Und das war für mich eigentlich der Aufhänger. Für mich ist der Aufhänger nicht die Drohne. Die Drohne ist ein Vehikel, das ist eine Technologie, mit der ich viele, viele Möglichkeiten habe, die es damals gar nicht gab. Da waren das ausgesprochen aufwendige Verfahren mit Befliegungen und Parallelaufnahmen, alles schwarz-weiß, nichts digital, auch mit hoher Aussagekraft, aber gar nicht zu vergleichen mit den heutigen Möglichkeiten. Und wenn man sich so mit dem fachlichen Hintergrund, ich habe dann im Stadtplanungs- und Verkehrsplanungsbereich gearbeitet, habe in der IT viel gemacht, im Marketing viel gemacht, das waren ganz, ganz viele Themen, als ich über dieses Thema Multikopter dann oder Drohnen in der Presse gestolpert bin vor anderthalb, zwei Jahren, hat mich das wirklich angesprungen, weil da hat man gleich so viele Ideen, was man damit alles machen kann. Und das sind eben genau die Themen, um die ich mich auch kümmere, wo es eben um die Anwendungsszenarien dieser Technologie geht im Zusammenhang mit Standardprozessen in einzelnen Branchen. Und da reicht das Spektrum von Vermessungen aus der Luft bis hin zu Inspektionsflügen, immer in Zusammenhängen, wo die Fläche, das Gebäude, was auch immer ich betrachten möchte, eine Größenordnung hat, wo ich einfach schlecht rankomme und wo ich ansonsten wenig Alternativen habe. Und da ist es auch nur ein Vehikel, eine Sensorik zu transportieren. Das ist in der Regel eine optische Kamera, das kann auch eine Wärmebildkamera sein, das kann auch ein Gassensor sein, das ist austauschbar. Voraussetzung ist natürlich, dass der Sensor nicht zu groß ist, nicht? Und nicht zu schwer ist, dass ich ihn vernünftig transportieren kann. Und das ist so mein fachlicher Hintergrund und ich bin also weder Modellflieger, noch komme ich irgendwie aus dem militärischen Bereich, ich komme aus einer ganz anderen Ecke und sehe da eben sehr, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Technologie. Ich glaube, das geht derzeit sehr vielen Leuten so. Und bei dir, ich finde es immer scheiße, wenn die Frauen gefragt werden, so beschäftigst du dich denn als Frau damit? Weil du dich ja wahrscheinlich nicht als Frau damit beschäftigst, sondern als Unternehmerin. Ja. Aber trotzdem muss ich die blöde Frage stellen. Ich habe jetzt so viel drüber gelesen und ich stoße nur auf Männer, die sich damit beschäftigen. Also in militärischer Hinsicht, in künstlerischer Hinsicht. Die Drone Masters sitzen hier. Die Idee hatte ein Mann, diesen Club zu gründen. Ich habe mir eure Homepage angeguckt von den Veranstaltungen. Ich sehe da nur Männer sitzen. Ich gucke mir die Rednerlisten an. Bis zurück ins Pleistozän, da reden nur Männer in diesem Zusammenhang. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es da keine Frauen? Also wenn du sagst, du liest Zeitung und denkst, bingo, das ist es, da muss ich rein. Wieso denkt sich das sonst niemand? Also weiblichen Geschlechts. Es ist in der Tat so, dass die Frauenquote extrem niedrig ist in diesem Bereich. Also ich habe eigentlich immer so im Marketing
Marketing, klar, da sind viele Frauen, so, aber ich habe auch so im Verkehrsplanungsbereich, in der IT, ich habe immer mit sehr technischen Themen gearbeitet, da ist die Frauenquote nie besonders hoch. Aber jetzt hier in dieser Branche ist sie besonders niedrig. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach dem Entwicklungsstadium geschuldet. Das wird kommen. Also warum sollten sich Frauen nicht damit beschäftigen? Spricht überhaupt nichts dagegen. Und ich denke, das wird nicht lange dauern und dann wird die Frauenquote da auch hochgehen, würde mich freuen. Und ich komme überall gerne hin und erzähle auch was. Also das ist, wie hier. Ja, aber ich glaube nicht, dass es da einen konkreten Grund gibt. Es gibt halt so in diesen sehr technischen Themen, sind meistens, das fängt bei den Studiengängen an, da ist die Frauenquote niedriger als in anderen Studiengängen. Gut, du hast Geografie so studiert. Geografie studieren ganz viele Frauen, also das ist überhaupt kein männerlastiges Studium. Also insofern. Okay, also vielleicht erstmal bis hierher und nochmal die Aufforderung. Also ihr, wenn ihr das jetzt alles hier steinöde findet oder so, könnt ihr euch hinsetzen und die besseren Fragen stellen oder kommentieren. Ansonsten mache ich einfach weiter. Aber ich freue mich natürlich, wenn jemand den Weg hier nach vorne findet. Du hast ja gerade gesagt, ihr macht Vermessungen, ne? Und ich habe ja auch dieses Beispiel erwähnt, diesen Imagefilm jetzt für den Hamburger Hafen. Stellen wir uns mal vor, ich hätte da das wahnsinnige Glück, direkt an der Elbe eine wunderschöne Hacienda zu haben und ich liege da nackend oder angezogen, ist mir egal, im Garten auf der Sonnenliege. Wie sind denn da die Regularien? Da sind ja, ist vielleicht der Auftraggeber begeistert, ja, wenn du Luftaufnahmen machst, die unten so auf der Erde rumlaufen, nicht. Wonach richtet ihr euch da? Das Thema ist natürlich kein Drohnenthema. Da geht es um Persönlichkeitsrechte, um Datenschutz. Das sind allgemeine Rechte, die immer zu berücksichtigen sind. Ob ich vom Boden aus filme oder ob ich aus der Luft filme, ist kein großer Unterschied. Es gibt einige Bereiche, zum Beispiel das Thema Panoramafreiheit. Es ist eine Vereinbarung, dass wenn ich im öffentlichen Raum fotografiere und filme und da sind Häuser mit auf meinen Aufnahmen drauf, an denen ein Architekt noch die Urheberrechte hat, dann kann er die nicht geltend machen, wenn ich dieses Foto aus dem öffentlichen Raum ohne irgendwelche Hilfsmittel gemacht habe. Mhm. Schon wenn ich mich auf eine Leiter stelle und das gleiche Gebäude fotografiere, dann gilt diese Panoramafreiheit nicht mehr. Das gilt natürlich auch für Drohnenaufnahmen. Das sind alles ganz allgemeine Rechtsprechungen, die muss ich immer berücksichtigen. Das hat mit der Drohne nichts zu tun. Aber was ist konkret mit dem Mensch unten und im mit Garten? Den Mensch unten im Garten, den darf ich natürlich weder aufnehmen, wenn er das nicht möchte, noch darf ich diese Aufnahmen veröffentlichen, wenn er das nicht möchte. Das ist genauso, wenn ich mich auf die Leiter stelle und über die Hecke fotografiere, ist es genau das Gleiche. Das ist kein Drohnenthema. Ich glaube, das ist aber auch eine Problematik, die wirklich so im privaten Anwendungsbereich greift, wo dann vielleicht die Verlockung doch ein bisschen größer ist, wenn das so unkompliziert ist, mal eben zu den Nachbarn rüber zu fliegen, da irgendwie sich so ein bisschen umzutun. Das ist jetzt im gewerblichen Umfeld überhaupt kein Thema. Also wer Filme dreht, wer Imagefilme dreht, der kennt diese ganzen Regularien, der weiß, wenn ich da jemanden so abbilde, dass er erkennbar ist, dann brauche ich seine Einverständniserklärung und die hole ich mir vorher. Also ansonsten kann ich das Filmmaterial nicht veröffentlichen. Und insofern bin ich da noch überhaupt nicht über so eine Problematik gestolpert. Geht dann eigentlich eher vielleicht nochmal um das Thema Panoramafreiheit. Wann gilt das? Da geht es dann auch immer mal drum, ist das Gebäude Zentrum des Motives oder ist es nur so mit drauf? Dann ist die Rechtsprechung auch wieder eine andere. Aber ich bin auch kein Jurist bloß. Fakt ist, das ist alles auch kein Thema der Technologie Drohne, sondern das sind ganz allgemeine Themen, die immer zu berücksichtigen sind und die natürlich auch zu berücksichtigen sind, wenn ich Luftaufnahmen erstelle. Jetzt hat ja diese Art von Draufsicht und gottgleicher Perspektive gerade echt Konjunktur. Also du kannst nicht das Fernsehen anmachen. Bei jedem läppischen Fernsehfilm wird die Szenerie erstmal von oben irgendwie einsortiert. Imagefilme, Werbefilme. Jetzt haben wir diese neue Dimension, wie du es genannt hast, Marcel. Das ist ja eine Perspektive, wie du eingangs sagtest, die dich auch neugierig gemacht hat, nutzt sich das nicht dann vielleicht doch relativ schnell ab, weil wir gerade so geflutet werden mit alles von oben? Weiß ich nicht, vielleicht fragen wir den Künstler. Also für mich, also klar, das ist irgendwie so ein bisschen repetitiv und man sieht das so häufig, dass man da irgendwie auch tatsächlich buchstäblich drüber hinweg sieht.
Aber ich glaube, also für mich war es jetzt auch wichtig, weil ich zum Beispiel für die, jetzt um die nächste Arbeit zu bewerben, die ich dann gemacht habe, da ging es tatsächlich um diese Draufsicht, weil diese Drohne, die auch in der Kriegsführung diese Perspektive hat, wir kennen alle diese Bilder, die sind ein bisschen so leicht verschoben, irgendwie diese schwarz-weiß, relativ verwaschen, qualitativ nicht sonderlich hochwertig. Wer vielleicht jüngst in dem Snowden-Film war, genau, hat genau solche Bilder gesehen. Man soll da dieses vermeintlich gezielte Töten machen können. Und sonderlich gezielt kann das ja nicht passieren, wenn man so ein Bild vor sich hat. Genauso wenig, genau, das geht halt einfach nicht. Und ich habe für mich dann irgendwie dann gesehen, diese Bilder, die wir da irgendwie da haben, von dieses, diese Textur von diesen Maps, wenn wir sie zum Beispiel Somalia angucken oder wenn wir sagen Jemen. Wir versuchen diese Orte, wo Drohnenangriffe passieren, nachzuvollziehen, persönlich. Wenn wir jetzt sagen, ich gehe jetzt auf Google oder Bing oder wo auch immer wir jetzt alle hingehen oder here we go und tippen das dann irgendwie ein und versuchen so nah wie möglich daran zu zoomen. Was sehen wir da eigentlich? Und was man am meisten sieht, ist irgendwie so eine teppichartige Textur. Irgendetwas ist irgendwie so, man sieht Farben, irgendwie Überläufe, das ist oftmals sieht man sogar Verläufe, die übereinander liegen, weil die Karten so alt sind. Das heißt, das, was da kartografiert wurde von diesen Gebieten, wo wir diese ganzen Angriffe machen. Aber das sind doch wahrscheinlich Satellitenaufnahmen. Das sind Satellitenaufnahmen, oder? Von denen rede ich genau. Jetzt nicht die, das Militär hat wahrscheinlich ganz andere Aufnahmen. Und wenn wir aber dann bei uns angucken, können wir bis vor die Haustür treten und sagen, wir zoomen da jetzt so lange ran, bis wir tatsächlich die Straßen entlang laufen können. In Berlin zumindest gibt es ja kaum eine Ecke, wo man das irgendwie nicht machen kann. Und das fand ich irgendwie interessant auch, dieser Schnitt von wo wir uns eigentlich befinden, wie empfindlich wir selbst auch eigentlich sein müssten, wenn wir dieses Kartenmaterial haben. Bis vor die Haustür können wir treten. Und ich habe dann Postkarten gemacht daraus und habe Freunden eine Postkarte geschickt mit vorne eine Abbildung von ihrer eigenen Haustür, an die ich diese Postkarte geschickt habe, damit der Postbote quasi auch gezielt das einwerfen kann. Und habe dann darüber quasi einen Ausschnitt gemacht von einem Ort, wo ein Drohnenangriff passiert ist. Man sieht dann tatsächlich ziemlich schöne... wie haben denn da die Freunde reagiert? Ganz, relativ schöne Collagen eigentlich passieren da, weil das tatsächlich eigentlich ganz krass anzusehen ist und sehr evident ist, was da für ein Unterschied da irgendwie ist. Und dann diese Arbeit hieß dann auch Wish You Were Here, also wünschte, du wärst hier. Und die Frage ist natürlich, wer sich das jetzt wünscht. Also ist das jetzt die Person, die da oben lebt und wünscht, da zu leben oder umgekehrt? Und deswegen ist für mich diese Draufsicht, diese Perspektive da drüber, ist wahnsinnig interessant. Auch diese Perspektive der Drohne, die auch diese Ligne davor nennt man das ja, ne? Diese Linie der Hoffnung oder der perfekte Blick, the perfect gaze, irgendwie auf etwas drauf zu gucken von oben. Und das ist natürlich für sowas wie Kriegsführung noch wahnsinnig spannend und noch überhaupt total unausgereift noch. Also wenn man sich diese Aufnahmen ansieht, da muss noch ganz schön viel gemacht werden. Da ist jeder ARD-Spielfilm besser. Aber ist das so? Also gibt es da nicht mutmaßlich, wenn es zum Einsatz kommt, Marcel, wesentlich hochauflösendere Top-Aufnahmen? Oder ist das immer dieses irgendwie, ist so ein bisschen gelblich, ist ein bisschen grau, ist ein bisschen grün? Ich würde schon sagen, wir sehen nicht alles, was machbar ist. Also wir sind so ein bisschen gewöhnt, diese Bilder aus dem ersten Irakkrieg, aus dem zweiten Irakkrieg, also Anfang der 90er oder dann jetzt eben diese runterskalierten Bilder von Drohnenangriffen eben in Jemen, Somalia, Pakistan und so weiter. Das ist natürlich nicht das, was auf den Monitoren flimmert in den Kontrollzentren. Da sieht man schon schärfere Bilder. Aber ich finde es interessant, was Cash eben gerade gesagt hat, sozusagen dieser Vergleich aus Satellitenbild und Drohnenbild, denn da ist ja wirklich ein Unterschied. Denn der Unterschied ist, der Satellit fliegt da einmal in der Woche drüber und macht günstigsten Fall, wenn gutes Wetter ist, eben einmal in der Woche so ein Bild, vielleicht auch zweimal in der Woche, aber die Drohne ist eben für einen Tag oder für zwei Tage jederzeit da und sozusagen kann die ganzen Veränderungen beobachten. Und die Schlussfolgerung der Militärs daraus ist jetzt: Wenn ich die ganze Zeit da bin, dann verstehe ich viel besser, was da passiert. Und ich kann also zum Beispiel jemanden viel genauer töten. Also ich kann viel genauer gucken, ob ich den ich töten will, ob das auch wirklich der ist und wann ich den am besten treffe. Da muss ich noch mal kurz eine Fußnote reinschieben und nachfragen. Vorhin hast du ja gesagt, 20 Minuten kann so ein Ding in der Luft bleiben. Wieso können die denn rund um die Uhr und Tag und Nacht? Ja, weil das natürlich...
keine Quadrocopter sind, die elektrisch betrieben sind. Sondern diese Riesendinger, die genau aussehen wie Segelflugzeuge ohne Cockpit. Und genau das sind sie. Das sind, also wie ein Kollege aus der Industrie mal sagte, große Lastensegler. Also wirklich sehr, sehr große Tragflächen, die relativ langsam fliegen, die relativ leicht sind und auch nicht viel Gewicht mit sich tragen. Ein paar Kameras, ein bisschen Funkausrüstung natürlich und eben eine Bewaffnung im Zweifelsfall. Aber die können dann eben einen Tag... In welcher Höhe bin ich dann, oder sind die Dinger, würde ich die von unten sehen? Wenn ja, die so gute Bilder liefern? Schwer. Also unter bestimmten günstigen optischen Bedingungen sieht man sie, also gegen die Sonne zum Beispiel sieht man sie nicht. Man kann sie hören, aber auch nicht immer. Also es gibt so ein latentes Gefühl von, da ist was in der Luft. Aber man kann es nicht so klar erkennen wie jetzt zum Beispiel ein Linienflugzeug, das da über den blauen Berliner Himmel seinen Kondensstreifen zieht. Also es ist schon, sie sind eben doch ein bisschen kleiner als so ein Airbus A319 oder so. Aber sie ermöglichen eben diesen Blick wirklich auf das Leben der Menschen. Ja, es ist eben nicht das Satellitenbild Montagmorgen 9.15 Uhr. Und dann eine Woche nichts, sondern eben es ist der ganze Montag und es ist der ganze Dienstag. Und dann kommt möglicherweise eine zweite Drohne, die die erste ablöst und die kontinuierliche Beobachtung geht weiter. Und die Schlussfolgerung daraus ist jetzt, je länger wir und je genauer wir beobachten können, umso mehr wissen wir. Und da ist genau ein bisschen das Problem dabei. Warte, noch mal ganz kurz zur Begriffsklärung. Wie ist dann in dem Fall das Programm, das diese Bilder ausliest, oder der Mensch am anderen Ende der Welt, der diese Bilder deutet? Ja, das war ungenau. Also das ist natürlich im Moment der Operator, der Bediener und sein Analyst und so weiter. Ein Teil dieser Bilder wird schon automatisch ausgewertet, weil die modernen Drohnen eben nicht eine Kamera haben, sondern 5 oder 10 Kameras in unterschiedlichen Spektralbereichen. Und das gibt so viel Informationen, dass das ein Mensch alleine in Echtzeit gar nicht mehr auswerten kann. Also da kommt der Computer schon mit ins Spiel. Ja, aber das Problem ist, je mehr Kameras man hat, je länger man beobachtet und so weiter, umso mehr Informationen sammelt man. Das heißt aber nicht, dass man mehr oder besser weiß. Und das ist genau das Problem. Das hat nichts mit Drohnen zu tun, sondern es ist immer, wenn man Sensoren hat, wenn man mit digitalen Sensoren Daten sammelt. Mehr Informationen heißt nicht besseres Wissen. Aber die Militärs leiten genau das daraus ab. Was wäre denn besseres Wissen? Da müsste man ja erstmal die Gegenprobe machen. Ja, besseres Wissen ist eben zu verstehen, um wen geht es da? Wen habe ich da im Blick? Naja, was? Aber wenn ich weiß, also der steht jeden Morgen um 7 auf und geht erstmal joggen und zum Frühstück isst er am liebsten das Müsli mit den Cranberries und der hat irgendwie 3 Kinder und nicht 5, dann weiß ich ja schon irgendwie eine Menge. Ja, aber weiß ich deswegen das, was ich wissen muss, um ihn zum Beispiel zu einem potenziellen Ziel zu erklären? Weiß ich aus seiner Bewegungsroute, ob jemand ein Terrorist ist oder Verbindungen zu Terroristen hat, nur weil er sich in bestimmten Bereichen aufhält, in denen sich zufälligerweise auch andere oder auch nicht zufälligerweise andere aufhalten, von denen ich annehmen muss, dass es Terroristen sind? Also man hat immer das Gefühl, dass wenn ich jemanden die ganze Zeit beobachte, dass ich quasi in seinen Kopf oder in ihren Kopf reinschauen kann, dass dann sozusagen viel klarer wird, was der will oder was sie will. Aber das ist ein Trugschluss. Also man weiß zwar mehr über jemanden, aber man weiß immer noch nicht, dass, worauf es eigentlich ankommt, ist das zum Beispiel ein Terrorist, weil dazu müsste man ja in den Kopf reinschauen. Na, aber da würde ich ja ganz naiv hoffen, dass das zuvor ermittelt wurde. Du hast ja eingangs angesprochen, polizeiliche Ermittlungsarbeit spielt ja auch eine Rolle. Genau, und die findet eben in den Kriegsgebieten, in diesen Krisengebieten, wo die gezielten Tötungen stattfinden, eben nicht statt. Das ist das Problem, weil es da zum Teil keine Polizei gibt, weil es da keinen Rechtsstaat gibt, kein Justizsystem, weil oft sozusagen die Staaten gar nicht als Staaten existieren. Also Somalia ist zwar ein Staat, aber hat quasi keinerlei staatliche Funktionen. Und das ist eben genau das Problem. Deswegen sind ja diese gezielten Tötungen in diesen Ländern so besonders attraktiv, weil es eben keine rechtsstaatlichen, keine polizeilichen Mittel gibt. Aber dürfen sie das dann ersetzen? Dürfen wir trotzdem jemanden töten, ohne ihm vorher ein rechtsstaatliches Verfahren gemacht zu haben? Ich würde sagen, nein, es gibt ein paar... Warte ganz kurz, dann machen wir hier, weil ihr alle in Lethargie zu versinken droht, jetzt hier direkte Demokratie und fragen, darf man das? Einmal ja, Handzeichen. Darf man das? Okay, dich würde ich sehr gerne dann auch nochmal hier vorne begrüßen. Und darf man das nicht? Und wer enthält sich? Und meint, weiß ich noch gar nicht genug drüber?
Okay. Wieso? Du willst doch regulieren, also du müsstest doch dann ganz bei Marcel sein. Also ihr seht, ich bemühe mich, euch auch noch ins Gespräch zu bringen. Max oder hier derjenige, der sagte, ich finde, durchaus kann man vertreten. Oder auch jede und jeder andere dürfte sich hier vorne einfinden. Also ja, ich hole euch nicht ab, ihr müsst schon selber kommen. Vielleicht stellst du dich kurz vor und begründest uns nochmal mit, das war ja jetzt, das wird aufgezogen, sobald du sprichst. Also jetzt konntest du ja nur sagen, ja, finde ich, aber wieso findest du denn? Also zum einen habe ich das gesagt. Oh, sorry, wer bist du denn? Das wüssten wir natürlich. Ich bin der Sebastian, bin so freiberuflicher Social Media Berater. Und einmal finde ich es spannend, grundsätzlich auch eine Gegenstimme zu haben. Aber das, ja, geht's dir wie mir? Nee, aber das andere ist schon ein bisschen allgemeinere Geschichte. Ne? Also ich finde halt, ich mag nicht so gern, wenn sozusagen jegliche Zukunftstechnologie per se abgelehnt wird. Und es geht ja, wenn man jetzt so mal den Diabolo Advocati Diabolo spielen will, geht es ja schon darum, die Frage zu stellen, wenn es rechtsfreie Räume gibt, in denen, wie ja gerade gesagt wurde, keine Polizei und keine Überwachung und kein Rechtsstaat existiert und aus diesen Regionen sich aber sozusagen lebensgefährliche Bedrohungen gigantischen Ausmaßes entwickeln, sprich, das geht ja nicht nur um 9/11, sondern auch noch um atomare oder sonstige Stoffe, die sozusagen verbreitet werden können, gibt es dann nicht schon auch die Möglichkeit, sozusagen auf Basis guten Geheimdienstwissens sozusagen gezielte Tötungen zu legitimieren. Ich würde das so pauschal nicht ablehnen. Ich habe ein massives Problem eigentlich damit, aber ich, wenn mir das jemand sagt, dann würde ich so sagen, also grundsätzlich würde ich es nicht ablehnen. Ich würde schon immer fragen, funktioniert es denn auch? Ne? Das ist die Realität, ist, glaube ich, das Problem, dass es zu viele falsche Treffer gibt, in Anführungszeichen. Also Leute getroffen werden, die zivile Opfer sind. Ne? Das ist dann schon, wo ich da übereinstimme und es sozusagen kritisch sehe, aber per se will ich es nicht sagen. Marcel, was würdest du erwidern? Oder Cashfrau, du, ich könnte mir vorstellen, dass ihr da an der einen oder anderen Stelle eine Erwiderung habt. Soll ich mal den Anfang machen? Das Problem ist ja, dass die man dann trifft, nachher leider nicht mehr sagen können, ob sie die richtigen oder die falschen waren. Vor Gericht können sie sich immerhin verteidigen. Es gibt ja sozusagen, das sollte man vielleicht sagen, es gibt völkerrechtliche konforme legitime Tötungen. Also zum Beispiel, wenn es in einem Kriegseinsatz ist, wenn es ein bewaffneter Konflikt ist und der Gegenüber ein regulärer Kombatant ist, also ein Kriegsteilnehmer, dann darf ich ihn natürlich töten. Das ist sozusagen die Ausnahme des Gewaltverbotes. Aber das Problem ist ja, dass der Terrorismus eben genau in diesem Graubereich stattfindet und ja von sich selbst behauptet, sozusagen, sie seien in einem Krieg und wir uns fragen müssen, ob wir uns auf diesen Krieg der Terroristen einlassen müssen, ja, oder einlassen sollten. Und das ist sozusagen jetzt das legalistische, vielleicht auch das ethische Argument. Vielleicht unterstreiche ich das nochmal gerade mit ein paar Zahlen. Im Juli hat das Weiße Haus zum ersten Mal Zahlen veröffentlicht zu zivilen Opfern. Und zwar geht es um den Zeitraum 2009 bis 2015. Da gab es, sagen Sie, 473 Drohnenangriffe in Pakistan, Libyen, Somalia und im Jemen. Also Afghanistan, Syrien und Irak wissen wir gar nicht. Und da sind an terroristischen Kämpfern zwischen 2370 und 2580 getötet worden. Also selbst bei den Angaben ja eine gewisse Bandbreite, weil man es einfach nicht mehr rekonstruieren kann. Und 64 bis 116 Zivilisten. Die Zahlen werden aber bezweifelt und Kritiker sagen, nee, das müssen weit über 800 getötete Zivilisten gewesen sein. Und die Frage ist halt, ja, tatsächlich, selbst wenn man den einen richtigen ausgemacht hat, der aber nur hinten im Fond sitzt, im Taxi des pakistanischen Taxifahrers, wie wird da abgewägt oder wird da abgewägt? Ich erwarte jetzt nicht, dass du eine Antwort drauf hast, aber vielleicht versuchst du dich mal ranzurobben. Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft werfen, und zwar auch mit dem Verweis auf diese ARD-Dokumentation von der Waffe zur Überwachung. Ich weiß nicht, ob die hier unter den Experten quasi bekannt ist. Das ist eine ganz schöne Geschichte, da zeigen sie sozusagen die Technologie der Drohnenentwicklung sozusagen von, keine Ahnung, späten 20. bis heute. Und eine sehr spannende Drohne fand ich dabei, das ist so eine Art Superdrohne, die Amerikaner gerade entwickeln. Das sind also amerikanische Militärs, die in dieser Dokumentation so ein bisschen mal so die Türen öffnen und die Zukunft zeigen. Und diese Drohne hat halt eine Kamera, die irgendwie aus 2000 Einzelkameras besteht und so eine Art super Digitalbild erstellt
von oben. Und sie haben das so gezeigt, dass sie, das haben sie über einer amerikanischen Stadt oder über einer Stadt, ich weiß gar nicht, ob es eine amerikanische war, schweben lassen. Und sie konnten in jedem Sektor der Stadt gleichzeitig ranzoomen bis quasi zur Haustürklinke. Also sozusagen so wahnsinnig überwacht. Also sie mussten nicht mehr selektiv einen bestimmten Bereich aussuchen, wo die Kamera quasi hinschwenkt und dann überwacht, sondern sie hatten ein 360.000-Grad-Bild, total Überwachung. Mhm. So. Und das ist, finde ich, die Frage, die wir jetzt, für die ich spannender finde, als sozusagen, ja, töten wir oder töten wir nicht sozusagen, sondern die Frage ist halt, wir kommen in ein Zeitalter, wo wir sozusagen Internet und Technologien entwickeln werden, die die totale Überwachung ermöglichen und damit ja auch die totale Sicherheit, also eine Positivvision. Da finde ich halt auch, dass es nicht sofort das abgelehnt werden sollte. Ja, ich finde es, was wäre denn, wenn wir eine Videokamera von diesem Technologie über Berlin hätten und wir würden das der Berliner Polizei zur Verfügung stellen und wir würden so totale Überwachung von Berlin haben, bis eben jeden Winkel, der ausgeleuchtet ist. So, ne? Und ich weiß, hier im Saal gerade großes Raunen, so, oh Gottes Willen, was ist das denn? Nee, aber ich finde. Naja, aber ist das nicht die Diskussion, die wir auch haben, wenn es um Überwachung an am Alexanderplatz oder an den U-Bahnlinien, wo du vielleicht im Nachhinein rekonstruieren kannst, der was gewesen. Es geht um Echtzeit-Totalüberwachung einer totalen Ausmaße. Aber dann müssten ja alle, die da überwacht werden, müssten ja auf der anderen Seite der Monitore sitzen, um auszuwerten, was da passiert. Genau, das ist noch das Problem, das kannst du mit Software machen nachher, dass du sozusagen auffälliges Verhalten analysierst. Okay, Cashrow ist total begeistert und möchte darauf einsteigen. Ich will nur die Diskussion ein bisschen auffrischen. Ja, ich glaube, es klappt. Ja, auffrischen ist gut, aber das ist ja... Das ist ja wirklich sehr idiotisch, weil, nein. Weil das Problem ist ja dabei, dass du tatsächlich Leute unter so einen Generalverdacht irgendwie stellst. Das ist es immer. Wenn du ein Gebiet scannst, ist erstmal Generalverdacht, da sind unter diesen Leuten, die sich da befinden, ohne dass ich eine Vorahnung davon habe. Das ist wie, als würde ich jedes Auto irgendwie anhalten und sagen, ich glaube, du hast da irgendwas drin, jetzt durchsuche ich dein Auto. Das würden wir auch, jeder Festivalgänger wird es bestätigen, findet das nicht gut. Wenn die Polizei das macht und Leute irgendwie auffällt und irgendwie danach fragt. Und das ist das quasi nochmal auf 100 gezogen. Also, dass du quasi einen Generalverdacht hast, erstmal wird es überall gescannt, dann sagst du noch diese gruselige Vorstellung davon, dass eine Totalüberwachung nicht nur bedeutet, dass man nicht mehr selektiv überwachen kann, was ja vielleicht noch etwas ist, was regulatorisch oder legitimatorisch irgendwie tatsächlich funktionieren könnte, nämlich dass du eine Gerichtsbestätigung bekommst, dass du eine bestimmte Überwachung vollziehen darfst. Das wird ja auch heute gemacht. Da muss der Richter quasi bestätigen, dass du das darfst und dann darfst du zu einem bestimmten Zeitraum das kontrollieren. Das hat irgendwie für mich tatsächlich in seiner Prozessorientierung Sinn. Das ist irgendwie polizeilich und rechtsstaatmäßig wirksam und funktioniert. Und ich finde auch nicht, dass wir gerade in so einer Notsituation sind, dass wir überhaupt so eine Technologie irgendwie brauchen, dass wenn wir sie... Dass wir etwas tun könnten, müssen wir es ja nicht machen. Ich finde das einfach. Ich würde da total gern widersprechen, wenn ich darf. Aber was wäre denn deine Definition von Privatsphäre? Alle juristischen Implikationen mal ausgelassen? Also ich glaube nicht mehr an Privatsphäre. Die Frage ist, meiner Meinung nach ist Privatsphäre eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, in dem wir in Städte gezogen sind und das Gefühl plötzlich bekommen hatten, der Mensch lebt in Dörfern und in Kleinstgemeinschaften, in Familien und so weiter. Und Privatsphäre ist eigentlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Die ganz nett war, aber ich glaube, die sich nicht erhalten lässt im Zeitalter der Technologie, sondern dass die Realität ist, da Yahoo lässt grüßen und alle anderen, die gerade Millionen von Datensätzen verloren haben, dass die Menschen sich daran gewöhnen werden müssen, dass sie alles, was sie tun und was passiert. Ganz kurz, da möchte ich einhaken, wenn du sagst müssen, dann ist dahinter ein Zwang. Wo kommt der her? Der Zwang kommt durch die Technologie. Einfach durch die Macht des Faktischen. Die Technik ist da. Die Technik ist da und ich meine, wer hätte vor 100 Jahren sich vorstellen können, dass wir mit Polizeifahrzeugen durch die Stadt patrouillieren? Und da hätte man doch gesagt, das ist ja Totalüberwachung. Ja? Und heute sage ich, okay, in 20 Jahren werden wir Kameras haben, die jeden Winkel der Stadt ausleuchten können durch die Luft und das automatisch tun. Und das ist die beste Polizeipräventionstechnologie, die wir haben werden. Und es wird Sicherheitspolitiker geben, die das tun wollen. Und ich weiß noch nicht, ob ich sozusagen pauschal das verurteilen würde. Ich finde mehr so, die Frage ist sozusagen, welches Verhalten des Menschen verurteilen wir und nicht so sehr, welche Technologie setzen wir ein, um es zu überwachen. Also ich finde schon, dass es auch positiv ist. Denk da
würdest du widersprechen, denn wir haben euch im Vorfeld Fragen rumgeschickt und euch gebeten zu vervollständigen. Du hast übrigens nicht geantwortet, Cashraum, bei der Gelegenheit gleich mal sagen. Lelia, genau, Lelia hat geantwortet und hat, ich kriege den Satz nicht mehr genau hin, du hast ungefähr so definiert, im Zeitalter der Drohne und zum Thema Privatsphäre gelten genau dieselben Standards wie in dem Zeitalter vor der Drohne. Mal, Sebastian sagte gerade, das ist ja sowas von 20. Jahrhundert. Ja, das mag sein, aber ich denke, man muss das schon trennen. Das eine ist eine Technologie, die natürlich auch neue Möglichkeiten bietet. Das muss man im Auge behalten. Aber das hat doch nichts mit der Diskussion zu tun, welche Persönlichkeitsrechte ich habe. Die sind doch nicht technologieabhängig. Da würde ich widersprechen. Marc? Ich glaube, dass sozusagen sich unsere Kultur immer sehr stark an technologische Entwicklungen anpasst. Und ich meine, vor 10 Jahren wäre es obszön oder 15 Jahren wäre es obszön gewesen, wenn ich dir erzählt hätte, dass ich eine Partnerin finde, mit Hilfe einer Technologie, die ich in meiner Hand habe und ein Mini-Display hat. Ja? Und dann willst du deine Freundin über eine Technologie suchen. Ich sage dir, heutzutage, dass alle Tinder verwenden. Ja? Wie viele Probleme haben wir als Kultur zu akzeptieren, dass Homosexualität existiert? Obwohl es seit 2000 Jahren existiert, aber plötzlich innerhalb von 20 Jahren haben wir uns umgewöhnt, wie wir neue Sexualpartner finden und machen das heute über eine Technologie. Das ist ein kultureller Wandel, der sozusagen faszinierend ist. Den hätte so wahrscheinlich niemand vorhergesagt, obwohl wir ja gerade bei Sexualität wahnsinnig eine sensible Gesellschaft sind und wir wahnsinnig langsam uns anpassen. Okay, dann Sex und Privatsphäre ist natürlich auch ein schönes Schlachtfeld. Wo hört denn dann die... die Kamera aufzufilmen, also nur beim Gucken, wer bei dir zur Tür reingeht und rauskommt oder auch wer sich drinnen auszieht und dann was mit dir macht? Also wie gesagt, wenn wir in die Zukunft gucken wollen, stelle ich schon die Frage sozusagen, gibt es da, also wie viele Chips werden wir in der Zukunft im Körper tragen? Werden die sich sozusagen vorher abgleichen, bevor wir Sexualität austauschen? Das sind ja schon spannende Fragen. Wenn wir ich glaube, wir buchen nicht mal für die nächsten 6 digitalen Salons. Nee, aber ich finde es schon, erstmal kommt Technologie, dann muss ich erstmal gucken, was kann die alles? Und dann muss ich schauen, was wird die Gesellschaft akzeptieren? Und ich glaube tendenziell eher, dass sich die Kultur eher anpasst an die Technologie, als dass sozusagen unsere kümmerliche Vorstellungskraft, die wir nun mal haben als Menschen, also nicht meine, ich werfe das niemandem vor, sondern sozusagen wir glauben immer sozusagen, dass wir Ethik, dass sich die im leeren Raum befindet und dass sich Ethik immer gleich wäre. Aber Ethik passt sich halt an den tatsächlichen realen Gegebenheiten. Ne? Ethik würde ja postulieren, dass sie das nicht tut, sondern dass sie über tagtägliche Befindlichkeiten hinweg sieht, sondern sowas wie ein absolutes Recht oder so darstellt. Das wäre schön und dann muss man mal Frauen in Saudi-Arabien fragen, wie das da aussieht. Also, ja, es gibt natürlich auch eine Ethik, ist nicht also global. Eben. Das würde ja, wenn Ethik sozusagen universell wäre, müsste sie ja global einzigartig sein. Dass sie aber unterschiedlich ist, deutet darauf hin, dass sie abhängig ist von äußeren Bedingungen. Ergo werden sich faktisch wahrscheinlich unsere Lebensverhältnisse in der Zukunft anpassen an die sonstigen faktischen Veränderungen um uns herum. Ergo die Technologie, die uns vorantreibt. Und wie gesagt, nochmals, ich finde es immer spannend, auch darüber zu diskutieren. Und das sollte man auch, dafür sind ja eure Veranstaltungen super toll. Aber ich glaube, dass man sich schon ein bisschen öffnen muss und sagen muss, wir gucken erstmal, was die Technologie kann. Und ich würde es super gerne, und deswegen bin ich auch nach vorne gekommen, auch über die positiven Seiten sprechen. Weil ich finde es schon cool, wenn wir Kriminalität... Dann lasst uns... Weil wenn wir Kriminalität bekämpfen könnten mit Hilfe von Drohnen oder wenn wir diesen ganzen Lieferverkehr in Berlin loswerden könnten, wenn wir Drohnen durch die Auslieferung machen. Ja? Also und zwar nicht nur Flugdrohnen, die finde ich ein bisschen komisch, sondern Fahrzeugdrohnen, die durch die Städte fahren. Okay, du hast wirklich einen Instrumentenkoffer voller Ideen dabei. Ich frage mich, gibt es hier Leute, die sagen, ja geil, da bin ich dabei oder scheiße nein, dann ziehe ich ganz schnell weg aus Berlin. Hallo. Hallo, und du bist von den Drone Masters. Ja, ich bin Frank Wernicke, ich bin der Gründer der Drone Masters. Ich habe was über dich gelesen, soll ich dir mal sagen? Hatte ich mir auch aufgeschrieben, nämlich, dass du sagst, wir haben hier den ganz seltenen Fall, dass die Technologie weiter ist als die Geschäftsmodelle. Ja. Gut. Das ist schön, ne? Darüber hinaus möchtest du aber Folgendes sagen. Nein, das ist einer der wesentlichen Aspekte und ich würde gerne, das ist eine sehr wichtige Diskussion, es geht um Bildwelten, es geht auch um Überwachung, aber was mich angetrieben hat damals, ich habe im letzten Jahrtausend meine ersten
digitalen Erfahrungen gesammelt, so New Economy, das kennen die meisten nicht mehr, da habe ich mein Berufsleben angefangen. Bin sehr technologieaffin und bin letztes Jahr über so kleine Dinger hier gestolpert. Das, was man hier sieht, ist eine sogenannte Racing Drone, die ist auch zu begeistern. Die funktioniert auch über eine Kamera. Dieses Gerät hier ist in der Lage, so in 1 bis 2 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Und dann bis zu 180 km/h schnell zu werden. Das ist ganz nett, wenn man dazu eine Brille trägt und das Ganze steuert. Das ist ein gigantischer sportlicher Hype. Wir haben im letzten Jahr gedacht, sportlich? Oh toll, sportlich. Es geht darum, tatsächlich Rennen miteinander zu fliegen. Also so und wie ein Computerspiel sportlich ist. Wie ein Computerspiel. Ich habe das gesehen in einem Video aus Neuseeland letztes Jahr auf Facebook. Und habe gedacht, cool, ich habe 3 Kinder, raus auf die Wiese, weg von der Playstation, endlich mal wieder was in der Natur tun. Vielleicht mit einer Brille, aber frische Luft. Das fand ich total cool und das ist so ein bisschen nerdig, das ist super. Das, was wir hier sehen, ist das, worüber wir hier oft reden. Das ist eine Drohne, die ist auch gebaut von dem jungen Mann, der da sitzt. Das Gerät hat ein Abfluggewicht von bis zu 12 Kilo, kann bis zu 5 Kilo heben. Wozu nimmt man das zum Beispiel für Strahlenmessungen in Fukushima oder Ähnliches? Man fliegt in Gebiete mit einer hohen, teuren Sensorik, wo Menschen schweren Zugang haben. Was wir machen, wir haben im letzten Jahr spaßig begonnen. Wir haben jetzt einen Summit veranstaltet auf der CeBIT, da haben wir 100.000 Besucher. Das ist so eine gewisse Dimension. Okay, so viel jetzt zur Werbeeinblendung. Wir sind in etwa im Bild. Dein Anliegen ist? Mein Anliegen ist, dass wir ein bisschen die Augen öffnen für das, die Möglichkeit, die Technologie zu gestalten aus Europa heraus. Das ist mein eigentlicher Antrieb dabei. Wir reden alle so viel über Digitalisierung. Wenn ich von Berlin nach Hamburg fahre und mir meine Netzanbindung angucke, dann kriege ich jedes Mal irgendwie das große Brechen, weil das ist ganz weit weg von Digitalisierung. Was wir gerade erleben, ist, dass eine Technologie sich Bahn bricht international. Da erlebt man gerade wirklich so einen Tipping Point, wo es den Punkt erreicht hat, dass durch Digitalisierung solche Geräte ganz schnell global entwickelt werden können, die Entwicklungsstufen ganz rasend schnell sind. Und langsam die große Industrie erkennt, was das eigentlich nach sich zieht, geht weniger um Überwachung, geht durchaus um Themen wie Transport. Es geht sowas über Bluttransport. Es gibt Krankenhäuser in Frankfurt, die das Problem haben, dass sie in der Rush-Hour von einer Blutbank an den OP-Tisch eine halbe Stunde brauchen mit dem Krankenwagen. Ein Krankenwagen fällt dann eine halbe Stunde aus, der kann keine Leute mehr retten. Das leuchtet mir alles total ein, am meisten natürlich noch, wenn es gar keine Straßen gibt, also wenn die Gebiete nicht wegbar sind und man von A nach B was nötig, eine Blutkonserve, ein Medikament zu transportieren hat. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du das dann hochrechnest und alle, die unten im Stau stehen und die Faxen dicke haben, ihre Drohnen hochschicken, dann hast du ja den Stau in der Luft, oder sehe ich es falsch? Also das muss ja, Max würde jetzt wahrscheinlich rufen, Regulierung. Da muss doch irgendwas rechts vor links, Ampeln, was gilt da? Also, in der Tat wird es reguliert. Das Spannende ist auch gerade, dass über unseren Köpfen der sogenannte Luftraum G ist. Der ist relativ unkontrolliert. Das ist die Zone der Flugsicherung, der bislang dazu da war, dass Flugzeuge gelandet sind und gestartet. Und sonst ist das ein völlig deregulierter Raum. Da gibt es keine Regeln. Die Leute sind aus Sicht geflogen. Mit ein paar Helikoptern, ein paar Segelflugzeugen haben sich zugewunken. Das war nicht reguliert. Und plötzlich ist da so ein Goldrausch im Schein, dass sie sagen, da kann was passieren. Das sind 1000 Meter Höhe. Wir haben jetzt vor kurzem einen Drohnenmarathon hier gemacht in Berlin mit solchen Coptersystemen. Die mussten dann mal lernen, auf engerem Raum irgendwie 40 Kilometer im Kreis rumfliegen. Die haben das teilweise mit einer Batterieladung hinbekommen, ohne das zu wechseln, alles Mögliche. Und dann muss man einfach drüber nachdenken, wie man das regulieren kann. Ich hatte eine interessante Zahl. Wir haben 10.000 Flugbewegungen, zivile Luftfahrt heutzutage in Deutschland, Flugzeuge pro Tag. Das wird über die ganzen Towers gesteuert. Wir haben aktuell laut deutscher Flugsicherung 400.000 Drohnen. Ich halte die Zahl für gewagt, aber das nehmen wir es immer hin. 400.000 Drohnen, die sollen zentral gesteuert werden. Das ist eine völlig alberne Vorstellung. Was gibt es denn für Ideen zu regulieren, Lydia? Ich weiß, dass du ja an der Front auch arbeitest. Ja, genau. Ich bin ja auch im Bundesverband für unbemannte Systeme und das ist auch eine Aufgabe, die sich der Verband natürlich nimmt. Das ist, vernünftige Regularien für alle Marktteilnehmer in diesem Bereich
gibt. Weil was das ist denn ein vernünftiges Regularium? Na, dass klare Spielregeln für die einzelnen Einsatzbereiche definiert werden. Das sind eben die zivilen Einsatzfelder, wenn man mal privat mit der Drohne eben losfliegen möchte, um ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Da muss es ganz andere Spielregeln geben, als wenn man gewerblich oder im professionellen Umfeld Drohnen einsetzt. Wenn das Thema Logistik und Transport kommt, dann liegt das auf der Hand, dass das nicht funktionieren kann, dass alle wild durch die Luft fliegen, sondern dass es da irgendeine Systematik für geben muss. Und gibt's damit da ist sowas wie ein Entwurf, gibt es oder immer, ist das alles noch so im Stande der Fragestellung? Es gibt viele Gespräche, es gibt Gremien, es wird da sehr viel entwickelt, aber es ist eben auch unheimlich viel Gestaltungsspielraum. Und da würde ich Frank völlig recht geben, das ist eine Zeit, wo man diesen Gestaltungsspielraum auch... Also nehmen wir mal eins konkret her, Registrierungspflicht wird verlangt. Gibt es, glaube ich, auch schon in den USA, also dass so eine Art Autokennzeichen drangeschraubt wird. Wenn das Ding irgendwo runterkracht oder mir vor die Nase kommt, wo ich es nicht haben will, dann kann ich den Halter ermitteln durch diese Kennzeichnung. Ist das was, was ihr sinnvoll findet? Naja, wir sind jetzt eine GmbH, von daher kann ich viel sinnvoll finden. Es ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man eine Halterrückverfolgung hat. Das, was gerade momentan diskutiert wird, ist, dass man seinen Namen draufschreibt. Das ist natürlich ein Fälschungspotenzial, aber es geht um eine Erziehungs-, ne? Es geht eine reine Erziehung. Ich kaufe mir so ein Ding und wenn es runterkommt, muss ich irgendwie dafür verantwortbar sein. Das ist, ich kann auch ein Nummernschild fälschen. Der Grundgedanke datenschutztechnisch ist gar nicht so blöd, weil der heißt nämlich, wir wollen keine Datenbank anlegen. Das große Industrieinteresse geht dahin, jede einzelne Drohne trackbar zu machen. Und das ist das, wo die großen Unternehmen gerade das wirkliche Geschäft wittern. Das heißt, wenn ich jederzeit weiß, wo jede Drohne in welcher Clusterung unterwegs ist, sei es aus einer Telekommunikationsanbietersicht, sei es aus einem Suchmaschinenanbieter, wer auch immer, dann ist das eine unglaubliche Datenmacht, die ich habe. Ich habe die totale Kontrolle über Warenströme, ich habe völlig neue Logistikkonzepte peer-to-peer und habe natürlich da, dass wir sagen, da muss man eine ganze Menge drüber nachdenken. Persönlich, wie gesagt, ich komme aus der digitalen Welt. Momentan gibt es viele Anläufe zu sagen, wir senken den Luftraum ab und versuchen jetzt das, was wir mit 10.000 Flugzeugen gemacht haben, mit Millionen von Drohnen hinzukriegen. Gibt's viele außer mir, die sagen, das ist schlichtweg nicht möglich. Wir müssen über andere Modelle nachdenken und da kommen dann so Fachbegriffe plötzlich auch so Begrifflichkeiten wie Blockchain-Ansätze oder Ähnliches. Aber um es nochmal kurz festzuhalten, Registrierung oder Zuordnungsfähigkeit in irgendeiner Weise, würdest du sagen, ja, ist okay. Ja, auf jeden und Fall. Und du? Ja, würde ich auch auf jeden Fall vernünftig finden. Das ist ja absolut nötig. Ja. Und Keschrau, du verknotest dich und wiegst irgendwie das schwere Haupt. Ich bin auch da beim Social Media Berater hängen geblieben. Also der Input war tatsächlich ganz gut. Weil ich dann auch gerade noch so drüber nachgedacht habe, wie, also was das eigentlich für uns bedeutet. Weil im Endeffekt machen wir, also Technologie fällt ja nicht irgendwie vom Himmel. Also, ne, am Ende in dem Fall, wenn man es morphen. Ja. Das ist, auch die Drohne ist ein Pilotprojekt. Entschuldigung. Für mich war es irgendwie, weil am Ende sind auch da Menschen verantwortlich. Das sind wie Leute, die irgendwie Regierungen für etwas verantwortlich machen. Auch in die Regierung besteht aus Menschen. Das ist irgendwie nicht so ein Konstrukt, was irgendwie da ist und einfach so funktioniert. Und am Ende müssen wir natürlich darüber entscheiden, welche Dinge sind am Ende für uns nach diesem Common-Sense-Prinzip tatsächlich sinnvoll und was nicht. Dass irgendwie so Blut über Berge und über unwegsame Gebiete irgendwie geflogen wird, dass das Common Sense irgendwie Sinn macht, sagt, ja klar, natürlich, wollen wir sofort, läuft. Dass wir aber dann aber irgendwie, dass zum Beispiel Flugzeuge viel Lärm machen, das ist auch klar. Aber wenn die über so ein Gebiet fliegen, wo jemand sagt, ich möchte aber nicht, dass so ein Flugzeug in mein Gebiet fliegt, weil es macht Lärm, dann tun sich irgendwie die Menschen zusammen und dann gibt es irgendwie so einen Lärmschutz. Also irgendjemand reguliert das dann schon und dann fliegt da eben kein Flugzeug mehr drüber, dann gibt es keinen Lärm. Also irgendwie schaffen sie Leute... Ja, hier fehlen ja noch komplett diese Institutionen, diese irgendwelche Leute und Institutionen. Ich glaube, das kommt noch. Also das ist halt das Interessante an so einer Technologie ist tatsächlich, sie ist noch vergleichsweise neu, also für uns in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie entwickelt sich noch und wir finden Umgang damit. Und mit der Zeit werden wir auch da Regeln dafür finden, was okay ist und was nicht. Und ich glaube, diese... Na ja, schon dystopische Vorstellung von einer Welt, in der irgendwie eine Kamera in einem 24 Stunden 360.000 Grad Blick auf unser aller Leben hat,
ist eine Dystopie, in der ich irgendwie nicht leben möchte. Und dann muss natürlich eine Zivilgesellschaft sagen, da haben wir keinen Bock drauf. Und da muss man sich halt eben gegen sowas wehren. Technologie muss ja nicht irgendwie so Sklaven der Technologie sein. Die sind immer noch Dinge, die wir basteln müssen erstmal. Und da muss man irgendwie tatsächlich was dagegen machen. Deswegen habe ich gerade irgendwie darüber nachgedacht, ob das tatsächlich, ist das tatsächlich eine Zukunftsvision? Also ist es etwas, was unvermeidbar ist, unvermeidlich ist, oder ist es etwas, woran wir mitgestalten müssen? Ich glaube, am Ende bedeutet das eben, dass wir tatsächlich alle, wie wir es auch gerade gemerkt haben, im Raum gab es Trauen, als diese Idee vorgeworfen wurde, weil das natürlich eine schlimme Idee ist. So, um das mal irgendwie zu sagen, es ist eine schreckliche Idee und das sollten wir auf jeden Fall nicht wollen. Tinder auf der anderen Seite. Sollten wir nicht wollen. Tinder ist auf der einen Seite. Ihr sollt das nicht wollen. Tinder ist irgendwie seltsam, okay. Keine Ahnung, ja, finde halt irgendwie meinen Partner woanders, aber wir würden nicht vor Gericht damit ziehen oder irgendwie Demonstrationen starten, sagen, wir wollen nicht, dass Leute nach links und rechts swipen und ihre Partner finden. Es ist mir im Endeffekt wirklich schnutzpiep egal, wie die das machen. Das ist für mich alles so Common Sense irgendwie, Annäherung davon, während andere Sachen total etwas sind, wo man einfach von sich stoßen muss. Sollte. Also ich bin fast geneigt zu sagen Amen, weil du ja hier schon so als Preacher-Man geredet hast. Ich bin Atheist. Ich würde gerne mal wissen, ob ihr da nicht vielleicht was zu entgegnen habt. Der Max zum Beispiel, bitte. Hi, also Max nochmal. Aus der regulierungswissenschaftlichen Frank, bleib sitzen. Aber niemand muss sitzen bleiben oder vielleicht möchte auch noch jemand anderes kommen. Also. Weil ich finde das unglaublich spannend, diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, als du gemeint hast, okay, also momentan läuft so 10.000 oder wie viele Flugbewegungen am Tag in Deutschland über herkömmliche Flugzeuge und dann so und so viele Tower, die das mehr oder weniger zentral regeln. So, jetzt kommt der Augenblick, wo am Schluss Millionen von Drohnen rumschwirren und wir blenden jetzt mal das Problem aus, dass man am Schluss gar nicht mehr Sonnenlicht sieht. Das ist das Problem, was du gemeint hast, ja, weil zu viele Drohnen in der Luft sind und das ganz verboten werden muss. Jetzt nur das Problem, wie koordiniert man das, dass die nicht zusammenstoßen? Und jetzt meintest du, es gibt diese Ansätze von dezentraler Regulierung. Kannst du da mal ein bisschen näher reingehen? Weil ich habe da keine Ahnung, wie das genau funktionieren sollte. Und vielleicht die anderen Zuhörer auch nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wie man autonomen Verkehr reguliert oder dann ein Framework herstellt. Das ist einmal der Luftraum. Die Luftfahrtindustrie hinkt tatsächlich etwas hinterher. Greifbarer wird es auf der Straße. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Das US-Modell ist sozusagen, das ist suchmaschinengesteuert, sage ich jetzt mal. Da gibt es zentrale Orte, wo erfasst wird, wo Fahrzeuge sich bewegen. Und dann geht immer so eine Kommunikation zum Fahrzeug und zurück. Es gibt das eher westeuropäische autonome Modell, das heißt, dass die Fahrzeuge in die Lage versetzt werden, auch autonom zu entscheiden und mit ihrer Umgebung zu kommunizieren, also per Sensorik, eine größere Individualität herstellen, was bedeutet, wenn das Internet mal ausfällt, deswegen mein Beispiel mit dem Bahnfahren, müssen die nicht plötzlich alle stehen bleiben, sondern sie können miteinander fahren. Jetzt haben wir dann aber plötzlich im Luftraum tatsächlich, die Dinger sind ganz klein, 1000 Meter, da fängt der regulierte Luftraum an. Da kann ich Multimillionen Systeme untereinander fliegen lassen, ohne dass das von uns einer mitbekommt. Also ich glaube, das gibt einfach eine Vorstellungswelt, wo man sagt, das geht 400 Meter hoch, dann ist da vielleicht noch so ein Rauschen. Ne? Und das muss aber irgendwie, müssen diese Systeme miteinander aushandeln können, was geht. Ich persönlich komme aus der digitalen Welt und glaube, dass wir dort aus dem Bereich, wie Router funktionieren, dass wie Datenpakete gehandelt werden, eine Menge darüber ableiten können, wie unter Umständen autonome Flugsysteme, weil die sind im Grunde genommen das bildhaft gewordene Internet. Das sind kleine, ein Datenpaket kann man sich so Bits und Bytes schwer vorstellen. Sowas Kleines geht ja auch noch kleiner, kann auch schon einen Nutzen erbringen. Ist dann etwas, was sich dreidimensional im Raum bewegt und dafür gibt es Verkehrsregime. Da gibt es jetzt auch keine Verstopfung, wenn zwei Datenpakete irgendwie auf einen Rechner oder auf ein Smartphone kommen, sondern die handeln ganz blitzschnell untereinander aus, wer zuerst ankommt und dann geht's weiter. Und das sind die Umfelder, wo man, glaube ich, mehr hingucken muss, wie sich so ein Verkehr regeln lässt zukünftig. Und dann bin ich bei dem Geschneit habe ich es nicht, muss ich sagen.
Ja, weil es an der Stelle, es geht es dann tatsächlich über das Thema, wie wird Datenverkehr über Router, wie von großen Überseekabeln bis hin zu meinem WLAN, wann wird ein Datenpaket langsamer, wann wird es schneller, wie handeln die das systemisch untereinander aus? Okay, das ist ein technologisch anderer Zugang zur Regulierung. Und das ist so, wo wir auch ja sagen, die Köpfe öffnen, sagen, Industrien zusammenzuführen, in dem Sinne mal über den Tellerrand zu gucken und nicht verzweifelt mit einem Weltbild des 20. Jahrhunderts eine Technologie des 21. Jahrhunderts zu regeln, sondern wir haben etwas Neues und dem muss man sich auch neu und offen nähern. So, ihr Menschen des 20. und auch 21. Jahrhunderts, weil blöderweise sind doch viele im 20. zumindest noch geboren. Vielleicht habt ihr da noch was zu entgegnen oder nachzufragen, weil ich, ihr vermutet es, jetzt so auf dem Weg bin, den Sack zuzubinden, was mir auf keinen Fall gelingen wird nach der Runde. Aber zumindest, ich sag mal, Richtung Abmoderation zu schweifen, weil das Ganze ja eine Radiosendung werden soll, die nicht 2 Stunden zur Verfügung hat. Also wenn ihr noch eine Frage, Anmerkung, Gegenrede, Argumente reinwerfen wollt, dann würde ich das an eurer Stelle jetzt tun. Boah, ihr seid satt, da wird gegähnt. Okay, dann würde ich jetzt noch mal ein letztes Dings aufgreifen aus dem, was du gerade gesagt hast, Frank, nämlich dieser Vergleich mit dem Internet. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, dieser Luftraum und alles, was über der Berliner Traufhöhe ist, ist ja so eine Pionierfläche wie das Netz, wo wir uns jetzt, so wie du es gerade geschildert hast, oder auf andere Weise überlegen müssen, wie wir das bespielen, nutzen etc. Und beim Internet haben wir ja gesehen, da gibt es welche, die sind da relativ schnell und gehen da mit kommerziellen Ideen rein, die deren Entwicklung man gar nicht so vorhersehen kann, die aber dann ziemlich fett werden oder aber wieder eingehen und die dann die Regeln diktieren. Ist das Gesetz der Sache? Also dieser Raum wird besiedelt, kommerzialisiert und die zuerst da sind, legen die Wege, auf denen wir uns bewegen? Oder gibt es da doch einen ja irgendwie demokratischeren Ansatz, die Sache zu strukturieren? Das würde ich jetzt gerne mal an euch vier spielen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Schade. Ja. Ich denke, dass es wichtig ist, das demokratisch auszuhandeln, dass aber die Geschichte der Digitalisierung zeigt, dass der Hegemon am Schluss gewinnt und wir haben keine deutsche Suchmaschine, wir haben kein französisches Netzwerk und wenn wir uns technologisch mit dem Thema Drohne weiterhin so langsam befassen, werden wir dort in 2 Jahren, das ist das auch, was die Industrie so sieht, einfach nur noch hinterher gucken und dann sind wir damit beschäftigt, wie bei Facebook oder Google noch am Rande ein bisschen zu regulieren und es wird dann aus Irland aus der Portokasse bedient. Okay, deine Antwort, Keschro. Ich habe noch keine. Ich würde noch gerne Marcells Antwort warten. Aber vorher kommt Lilia dran. Also ich denke, Digitalisierung und Regularien, das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Und natürlich wird beides stattfinden. Und da wird die Entwicklung sicherlich sehr, sehr dynamisch sein. Und da muss man einfach aufpassen, dass man nicht irgendwie rechts und links von technischen Entwicklungen überholt wird, die man dann irgendwie schlecht eingefangen bekommt. Aber ich denke mal, das funktioniert beides und ist auch beides so umsetzbar. Und wichtig ist unterm Strich einfach auch der professionelle Umgang dann mit Technologie, was du vorhin auch ansprachst. Werden wir jetzt überschüttet mit irgendwie Bildern von oben? Nee, will natürlich kein Mensch. Jeder möchte professionelle Filme sehen. Und da ist das zum Beispiel ein Baustein. Also es bezieht sich eigentlich durch die gesamten Anwendungsfelder. Es ist eine Technologie, die nur dann wirklich Sinn macht, wenn sie professionell eingesetzt wird, wenn die fachliche Expertise und die Rahmenbedingungen, wenn das alles passt, dann macht das Sinn und dann bringt das wirklich Vorteile und Gewinne, die wir ohne diese Technik nicht hätten. Okay, Marcel, dir würde ich vorher gerne noch eine andere Frage stellen, die ich jetzt einfach in der Diskussion nicht mehr losgeworden bin. Merkt ihr deine Antwort, die du dir gerade zusammengestrickt hast? Deutschland hat keine bewaffneten Drohnen. Wird es dabei bleiben? Es sieht nicht danach aus. Also die Verteidigungsministerin hat beschlossen, dass Deutschland solche Drohnen bekommen wird. Erst wird man die leasen. Und dann wird man, es ist witzig. Ich habe die Verteidigungsministerin gefragt, ob man denn die Waffen auch liest, weil die sind ja dann nachher weg. Das Verteidigungsministerium hat darauf bis heute noch keine Antwort. Aber auch das wird bestimmt irgendwann reguliert werden. Aber also der mittelfristige Plan ist, dass europäische Staaten zusammen
bewaffnete Drohnen entwickeln. Und das ist dann ein Industriekonsortium, das wahrscheinlich von Airbus geführt wird. Und Deutschland wird dann dort bewaffnete Drohnen kaufen. Und okay, das heißt, du berätst der Politik, das ist nicht der Rat, den du gegeben hättest. Das ist nicht der Rat, den ich gegeben habe. Es gab dazu eine Anhörung im Bundestag, weil der Koalitionsvertrag dieser Regierung gesagt hat, da braucht es eine breite ethische, gesellschaftliche Diskussion. Die breite ethische Gesellschaftsdiskussion begann an einem Montag um 13 Uhr und endete um 16 Uhr. Und um 14.30 Uhr trat die Ministerin vor die Kameras, während innen noch die breite gesellschaftliche Diskussion lief. Entschuldigung, ich bin da wirklich jetzt ein bisschen ironisch. Ein bisschen verbittert, ja. Trat draußen vor die Kameras, während ich also drin saß und erklärte das Ergebnis der breiten gesellschaftlichen Diskussion, nämlich dass Deutschland zuerst eben sozusagen Drohnen leasen wird, die auch bewaffnet sein können und dann später in einer europäischen Eigenentwicklung solche anschaffen wird. Okay, und jetzt zurück zu der breiten gesellschaftlichen Diskussion, die wir davor hatten und der Frage, gibt es eine Analogie Internet und der Himmel über uns auch, was die Kommerzialisierung und die Erschließung und Ausschlachten ist natürlich extrem negativ konnotiert, Nutzbarmachung desselben Raumes betrifft. Auf jeden Fall. Und ich will jetzt gar nicht mal auf die Technologie eingehen, weil da haben wir eben schon viel gehört über sozusagen, welche ähnlichen technologischen Dinge es da gibt. Spannend ist die Analogie in der Regulierung selbst. Das Internet war lange Zeit überhaupt nicht reguliert. Jetzt unterhalten wir uns darüber, ob wir sozusagen Großunternehmen wie Google vorschreiben sollen, wie die suchen und wie die ihre Suchergebnisse präsentieren sollen. Und sowas Ähnliches wird es natürlich auch bei den Drohnen geben. Also die Technologie ist immer weiter als die Regulierung. Die Regulierung läuft dem immer hinterher, klar. Aber meine positive Hoffnung ist, dass wir uns im Vorfeld Gedanken darüber machen, was wir eigentlich wollen und was wir nicht wollen, unabhängig davon, was die Technologie vielleicht an Dingen bietet. Aber ich würde sagen, wir haben ethische Standards, die sind unabhängig von Technologie. Das ist gerade der Witz der Ethik, dass sie darauf anwendbar ist, unabhängig davon, welche Technologie nun gerade zur Diskussion steht. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, welche Dinge wir wollen und welche wir nicht. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, Massenüberwachung wollen wir nicht, auch wenn sie technologisch möglich ist. Und diese ethischen Maßstäbe sollten wir dann anwenden. Dann wird es noch ganz viele technische Probleme geben und das ist auch alles völlig okay. Wir werden da unsere Fehler machen und lernen. Aber ich glaube, dass wir das schaffen werden mit der Verregelung. Nur wird es eine Weile dauern. So, möchtest du jetzt diesen hoffnungsfrohen Ausblick am Ende einfach so stehen lassen oder hast du dir eine Antwort überlegt? Ja, also genau deswegen. Also ich glaube, ich stimme Marcel da voll und ganz zu. Ich glaube, es ist irgendwie klar geworden. ich glaube auch, also noch ein Punkt zu diesem zu Deutschland und den Drohnen. Die sind ja schon ziemlich, involviert. Sind ja jetzt in der Abteilung kurze abschließende Sätze. Ja. Deutschland, Drohnen involviert, Rammstein. Fertig. Mit einem M. Also Rammstein, die Stadt in Südwestdeutschlands, wo die USA quasi ihre Basis haben und wo über diese Relay-Station tatsächlich dieser Drohnenkrieg auch geführt wird, der in Syrien, Afghanistan und so weiter auch stattfindet. Und ich glaube, ja, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, Regulierung natürlich, das ist zwar ein wahnsinnig deutsches Wort und ein Innovationsregulierer ist auch etwas sehr Deutsches, aber sowas brauchen wir tatsächlich. Natürlich ist die Technik schneller, die ist irgendwie da, jemand bringt es raus, Leute gehen mit ihren Drohnen auf die Straße, super, mit den Dingern rumfliegen. Aber natürlich, wenn irgendwie jeder irgendwie hier sich so 99 Euro Drohne irgendwie anschafft und damit durch Berlin irgendwie wuselt, wird irgendjemand kommen und dann dem Spaß irgendwie ein Ende bereiten. Und ich glaube, das ist früher oder später, müssen wir uns darauf einlassen. Da müssen wir aber auch sagen, was wir eigentlich auch wollen. Und ich bin da auch vor allem in politischer Hinsicht, glaube ich, ist das wichtig, dass man das dieser Meinung auch kundtut, weil das gerade so ein bisschen unter dem Radar passiert. Oh, puh, wie komme ich da wieder raus? Also, euch allen vielen Dank fürs Kommen und euch zwei beiden fürs Mitdiskutieren und euch anderen fürs, ich hoffe doch, nicht so sehr gelangweilte, sondern so ganz interessierte Zuhören. Jetzt Dröhnung statt Drohnen. Ja, draußen steht der Wein.
Und wenn ihr findet, boah, da waren aber ganz schön viele Unterteile und Unterunterteile in der Diskussion, das würde ich mir doch gerne nochmal anhören. Habt ihr ganz schön Glück, könnt ihr nämlich machen. Am 16. Oktober ist das hier, ist der Salon ein, was, nein, du sagst nein? Doch, also es war erstaunt und positiv verwunden. Ich dachte, du hast andere Daten als ich. Also ich würde sagen, am 16. Oktober ist das hier ein Hörsaal. Könnt ihr da nachhören oder downloaden, wie auch immer. Und euch bitte am 26. Oktober wieder hier einfinden, dann zum ja auch stets beliebten Thema Jugendschutz. Bis dahin. Tschüss.